Im Folgenden wollen wir jetzt die Lösung des Problems, was wir uns gerade an den Zwei-Perioden-Fall angeschaut haben, den N-Perioden-Fall generalisieren. In der Regel nehmen wir nämlich da an, dass ökonomische Akteure ihren Nutzen über einen unendlich großen Zeithorizont maximieren. Ich habe das schon vorhin angekündigt, das hat seinen historischen Ursprung in der ökonomischen Klassik, insbesondere in der Arbeit von Ricardo, der die sogenannte ricardianische Äquivalenz eingeführt hat, die besagt, dass einem Kapitalisten bzw. einem ökonomischen Akteur häufig seine Nachkommen genauso wichtig sind wie er selbst. Sprich, wenn die Person mal stirbt, dann freut sie sich dennoch über den Konsum, den ihre Nachkommen genießen dürfen, weswegen diese Nutzenmaximierung über einen unendlichen Zeithorizont durchaus Sinn macht. Was für uns bedeutet, wir betrachten also unendlich viele Zeitschritte. Wie vorher starten wir auch mit einem Ausgangswert für das Kapital, was zur Verfügung steht. Wir verwenden auch die gleichen Budgetbeschränkungen. Für den ersten Zeitschritt ist genau die gleiche, die wir vorher kennengelernt haben. Für den zweiten Zeitschritt ist es ebenfalls so. Also das Ganze unterscheidet sich hier nur durch die Subscripts. Und das Einzige, was jetzt passiert ist, na, wir führen das quasi unbegrenzt weiter und bestimmten für beliebige Zeitschritte T. Ja? Und daraus, eben wenn wir das dann eben auflösen, würde sich hier eine Menge von Konsumleveln geben, die wir den Konsumpfad nennen und die wir hier eben folgendermaßen darstellen. Das heißt, wir haben hier einfach ein Konsumlevel T für alle Werte von T gleich 0 bis T unendlich. Ja? Und dieser Konsumpfad, das ist quasi die Lösung des intertemporalen Nutzenmaximierungsproblems, was wir uns jetzt genauer anschauen wollen. Dazu maximieren wir den Nutzen genauso mit der gleichen Nutzenfunktion wie vorher, nur dass wir jetzt eben quasi den Nutzen über diesen gesamten unendlichen Pfad maximieren. Das heißt, das hier ist die Nutzenfunktion, die wir vorher hatten für den Zwei-Perioden-Fall. Also wir haben hier nur C0 und C1. Und was wir jetzt eben, und wir haben hier quasi die Nutzenfunktion, die das als Input nimmt. Was wir jetzt haben, ist, dass die Nutzenfunktion eben als Input den gesamten Konsumpfad nimmt und wir hier eben eine Summe von T0 bis unendlich haben und demzufolge eben das Ganze eben nicht für zwei Perioden, sondern für unendlich viele Perioden machen. Das Ganze wird dann genauso als Maximierungsproblem dargestellt wie vorher auch. Ja, das heißt, wir haben quasi hier unser Maximierungsproblem. Wir haben die zu maximierenden Parameter, was einfach der Konsumlevel über die Zeit ist, beziehungsweise hier auch der Sparlevel, wobei strikt genommen dieser zweite Teil hier eigentlich nicht notwendig ist, weil er sich aus dem ersten ergibt. Auf jeden Fall das Ganze eben für einen unendlich großen Zeitraum. Ansonsten haben wir hier den zu maximierenden Ausdruck. Dieser zu maximierende Ausdruck korrespondiert zur Nutzenfunktion hier oben. Und wir haben wie vorher auch hier unsere Nebenbedingungen, nämlich dass wir quasi nicht unendlich viel konsumieren können, sondern dass wir die Budgetbeschränkungen einhalten können. Und um das hier nochmal deutlich zu machen, was wir gegeben haben, ist quasi die Anfangsausstattung vom Kapital und diese etwas kritische Annahme, dass wir eben die Nettoprofitraten über den ganzen Zeitpunkt ebenfalls bereits gegeben haben. Also die müssen wir nicht weiter berücksichtigen. Wenn wir quasi dieses Problem lösen, dann lösen wir das wieder über die Lagrange-Methode. An dieser Stelle wieder der Hinweis zum optionalen Video, in dem wir uns die Lösung Schritt für Schritt zu Übungszwecken herleiten. An dieser Stelle sparen wir uns das, sondern gucken uns direkt die Lösung dieses Maximierungsproblems an. Ja, wir bekommen diesen Ausdruck für den Konsum zu einem beliebigen Zeitschritt T. Wir bekommen diesen Ausdruck für das, was in einem beliebigen Zeitschritt gespart wird und wir bekommen hier eine Gleichung für das Wachstum des Kapitalstocks in einer beliebigen Zeitperiode. Das ist das Interessante an diesen Ergebnissen. Zum einen, dass Kapitalistinnen
einen konstanten Anteil ihres Vermögens sparen und konsumieren. Das ist nichts, was wir implizit angenommen haben, sondern was sich durch die Cobb-Douglas-Nutzenfunktion ergibt. Ja, also wenn wir diese Nutzenfunktion annehmen, dann ist das so. Und das Zweite ist, dass das Wachstum des Vermögens vollständig durch die Parameter Beta und die Netto-Profit-Funktion bestimmt wird. Das heißt, andere Dinge brauchen wir uns nicht betrachten, wenn wir davon ausgehen, dass die Kapitalistin ihren Nutzen maximieren gemäß einer Cobb-Douglas-Nutzenfunktion, dann wird das Wachstum des Vermögens bestimmt durch Beta und die Netto-Profit-Funktion. Diese Funktion hier unten, die ist relativ berühmt, das ist die sogenannte Cambridge-Equation oder Cambridge-Gleichung, weil sie eben diesen zentralen Zusammenhang hier darstellt, der eben auch das ist, was wir aus dem Haushaltssektor dann später einbringen zu unseren vier Modellgleichungen. An dieser Stelle möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass das gerade behandelte Optimierungsproblem so in vielen modernen neoklassischen Modellen, die ja dadurch gekennzeichnet sind, dass sie auch die Mikroebene explizit mit einbeziehen, auch häufig enthalten ist. In älteren neoklassischen Modellen finden wir oft die Annahme einer konstanten Spar-Investment-Beziehung bzw. einer konstanten Sparquote. Also dieses I ist gleich S mal X. Also hier in dem Sinne das S quasi als als konstante Sparquote. Also der Anteil vom Gesamteinkommen, der regelmäßig gespart wird. Und das Schöne ist, dass wir diese Formulierung leicht als Spezialfall von dem von uns behandelten Modell identifizieren können. Das ist in dem Sinne schön, dass wir uns dann mit diesen älteren neoklassischen Modellen gar nicht so ausführlich beschäftigen müssen, weil sie eben ein Spezialfall von dem sind, was wir hier schon betrachten. Um Ihnen zu zeigen, warum das so ist, können wir hier aber nochmal mit der Definition von Investment ausgehen. Investment ist ja, setzt sich ja zusammen hier aus der Differenz zwischen dem neuen Kapitalstock und dem alten Kapitalstock. Also ein Teil des Investments wird ja verwendet, sozusagen den Kapitalstock auszubauen. Der andere Teil des Investments wird dazu verwendet, für den verschlissenen Teil des Kapitals wieder aufzukommen. Das ist dieser zweite Teil. Und was wir jetzt machen können, wir können hier für das KT plus 1 können wir einsetzen, was bei unserem oder der Formulierung unseres Optimierungsproblems für KT plus 1 rausgekommen ist. Das war nämlich das Beta 1 plus R KT. Also dieser Teil hier, den haben wir vorher hergeleitet. Und was wir jetzt hier natürlich machen können, wir sehen, hier ist KT ist in allen diesen Bereichen drin. Das heißt, wir können KT in dem Sinne hier ausklammern. Also wir hätten dann KT, Klammer auf, hätten wir hier das Beta 1 plus R minus 1 plus Delta. Ja. Hier diese Klammer, die können wir noch weiter auflösen bzw. noch weiter vereinfachen. Zu diesem Ausdruck. Also wir machen dann jetzt können hier noch eine Klammer drumherum machen und hier das Plus durch ein Minus ersetzen. Dadurch haben wir in dem Sinne nichts verloren. Wir können dann des Weiteren uns erinnern, dass wir den Kapitalstock zum Zeitpunkt T hier, den können wir ausdrücken als x durch Rho. Ja, das heißt, wir können hier das vorne dementsprechend ersetzen. Wir können dann als nächstes hier dieses x und diese Klammer, die können wir ja beliebig austauschen durch den Bruch, den wir da haben. Und wir können dann eben noch, was wir auch noch machen können, ist, ne, gehen die Farben aus, hier die Profitrate. Die können wir auch ersetzen durch die Darstellung hier, die wir auch schon von vorher kennen, also diesen Bereich hier für die Netto-Profitrate. Und hier haben wir jetzt eben die Brutto-Profitrate dafür eingesetzt. Und dann bekommt man mit einer minimalen Umformung dann diesen Teil hier
aus diesem Bereich eben hergeleitet. Und was wir dann jetzt hier unten sehen, ist, dass dieser Teil hier eigentlich korrespondiert zu diesem Teil hier oben. Das heißt, das passt in dem Sinne gut zusammen, bedeutet, dass in dem Moment, ja, wo quasi die Profitrate, Kapitalintensität und die Abnutzung, also die Variablen hier konstant bleiben, in diesem Falle sind die Modelle identisch. Ja. Dann haben wir auch impliziert auch das Nutzenmaximierungsproblem, was wir uns gerade angeguckt haben, eine konstante Sparquote. Bedeutet natürlich auch, wenn diese Werte sich über die Zeit ändern, dann haben wir keine konstante Sparquote. Das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich dieses klassische oder dieses ältere neoklassische Modell als einen Spezialfall identifiziert. Bedeutet auf der einen Seite gut, weil wir ihn auch mit unserem Modell fassen können, zeigt aber auch oder zeigt ihn als das, was er eigentlich ist, ein Spezialfall, der nur dann plausibel gilt, wenn diese drei Werte eben über die Zeit konstant sind, was natürlich nicht notwendigerweise der Fall ist. Also diese Darstellung oder diese Identifikation von einem Modell als ein Spezialfall von einem generellen Modell ist in der Regel epistemologisch immer sehr attraktiv, weil es uns jede Menge über die Anwendung oder plausiblen Anwendungsgebiete eines Modells und die Relevanz seiner oft implizit gelassenen Argumente aussagt. Ja, und an dieser Stelle möchte ich dann auch zur Zusammenfassung für den Haushaltssektor kommen. Wir haben es jetzt geschafft. Ja, wir haben jetzt hier das letzte Puzzlestück hin zu unserem gesamten Wachstumsmodell betrachtet. Bei der Betrachtung des Haushaltssektors ging es um den Trade-off zwischen Konsum und Sparen. Wir haben gesehen, dass bei der Arbeiterklasse dieser Trade-off nicht existiert. Die Arbeiterklasse konsumiert per Definition alles. Also hier gibt es keinen Trade-off. Bei den Kapitalistinnen sieht es etwas anders aus. Da haben wir den Trade-off als intertemporales Optimierungsproblem repräsentiert. Und wir haben dabei gezeigt, dass wenn die Nutzenfunktion also den Nutzen von den jeweiligen Konsumleveln angibt, eine Cobb-Douglas-Form annimmt, dann impliziert die Nutzenmaximierung der Kapitalistin, dass diese einen konstanten Teil ihres Vermögens jede Runde sparen. Das gilt zumindest solange die exogenen Parameter der Profitrate, der Kapitalproduktivität und der Kapitalabnutzung konstant bleiben. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass jetzt dieser Ansatz, dieser Nutzenmaximierungsansatz, den wir hier genommen haben, dass der zwar typisch neoklassisch ist, dass er auch tatsächlich außerhalb des Paradigmas jetzt hier in diesem konkreten Falle recht weit verbreitet ist, also dass wir quasi mit der Aneignung von diesen Optimierungsmethoden nicht nur eine wichtige Grundlage für später für die Betrachtung der DSGE-Modelle gelegt haben, was uns dann später deutlich einfacher fallen wird, sondern dass wir tatsächlich jetzt auch Wachstumsmodelle auch aus anderen Paradigmen dadurch deutlich besser erklären können. Das zentrale Ergebnis, was am Ende rausgekommen ist bei der Betrachtung des Haushaltssektors, ist die Cambridge-Gleichung. Und diese Cambridge-Gleichung ist eben gleichzeitig auch das letzte fehlende Teil zu unserem komplexen, kompletten Wachstumsmodell, weil wir nämlich jetzt auch von der Betrachtung des Haushaltssektors eine weitere Gleichung abgeleitet haben und demzufolge jetzt unser Wachstumsmodell mit den vier endogenen Variablen schließen können, weil wir jetzt nämlich auch unsere vier verschiedenen Modellgleichungen beisammen haben.